Moin aus Hamburg. Ja, heute fahren wir, wie schon im letzten Video angekündigt, mit dem Audi wieder ins Büro, aber dieses Mal nicht, nicht ohne Ziel, also nicht ohne Ziel HPC, sondern das suchen wir uns jetzt aus, weil das Ziel ist zu checken, inwiefern sich bei Eingabe eines HPCs als Navigationsziel die Vorwärmung der Batterie auswirkt. Also, wärmt der Wagen vor oder nicht? Wir haben gesehen, dass das Model Y das sehr gut macht. Wir da in relativ schneller Zeit, also innerhalb von 14 Kilometern auf 25 Grad Batterietemperatur gekommen sind. Und das checken wir bei dem Audi jetzt auch. Wir gucken aber erstmal bei CarScanner, wie die momentane Temperatur aussieht. So, wir haben einen State of Charge von 60%. Und wir sehen hier oben, hier passiert noch nichts. Battery Inlet ist bei 0%. Und Batterietemperatur Min und Max ist zwischen 2,38 und 3 Grad Celsius. Wir haben hier eine Hochvolt-Hilfsverbraucherleistung von 2,6 kW. Das dürfte Heizung, Licht, Sitzheizung und so weiter sein. Mehr nicht. Und jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn wir ein Navigationsziel eingeben und wie sich das eben auch auf die Batterietemperatur im Laufe der 15 Kilometer Fahrt auswirkt. So, dann wollen wir das mal eingeben. Was haben wir denn da? Wir gehen mal auf das normale Navi und gehen auf Suche. Dann gebe ich mal das eigentlich neue Navi Navigationsziel ein, sprich der, das ist leider ein bisschen träger als ich tippe. So, wir haben jetzt mal das Navigationsziel eingegeben, wo zukünftig die Allego, der Allego Charging Park ist. Das haben wir jetzt mal eingegeben. Jetzt gehen wir mal auf Laden und gucken mal, was da drumherum ist. So. Ziel ist natürlich, dass es ein HPC ist. Ja, das Problem ist, hier kann man jetzt nicht, nee, sage ich nicht, hier kann man jetzt lange warten. Ich kann jetzt noch mal gucken, ob man hier HPC eintragen kann. Ja, das Problem ist, die Latenz in diesem Display, da vertippt man sich ständig. Das geht mir total auf den, ihr wisst schon was. So, hier habe ich letztes Mal auch geladen, das sind diese schlechten Shell Recharge Säulen gewesen, die nur 23 kW abgegeben haben. Ja, und dann wird so ein Scheiß hier gezeigt. Die Ladestation hat ein internes Problem erkannt. Jeder Wagen, der jetzt hier auf der rechten Seite stand, hat das gerade hier schon mal mitgemacht. Und ich lade hier mit fabulösen Netz 29 kW seit 27 Minuten. Leute, ey, das kann echt nicht sein. Das ist echt ein schöner Standort hier, kann man echt nicht anders sagen. Der lädt sich hinten auch ein zurecht mit 22 kW. Shell Recharge, ihr müsst ja echt mal was tun, das macht so keinen Spaß. So, jetzt geben wir das mal ein als Navigationsziel. Das Licht ungefähr auf der Strecke des Büros sind 15 Kilometer, 360 kW Charger. Das geben wir ein als Navigationsziel. So, und dann beobachten wir nebenbei, wie sich das im Endeffekt hier auf die Werte auswirkt. Ne? Also wichtig sind die Werte hier oben. PTC Heizelement und Batterie Min Max Battery Inlet. Das schauen wir uns an. Und hier unten auch das Thema Hochvolt Hilfsverbraucherleistung. Ja? Gut, dann fahren wir erstmal los und ich bin gespannt, was sich zwischendurch so ergibt. So, wir sind jetzt zweieinhalb Kilometer gefahren. Und bis jetzt hat sich noch gar nichts getan. Also wir haben weiterhin 0 Ampere PTC Heizelement Batteriestrom. Wir haben weiterhin 2,25 bis 3,13 Grad Celsius mittlere Min- und Max-Zelltemperatur. Und auch bei der Hochvolt-Hilfsverbraucherleistung liegen wir weiterhin bei 2 kW. Da wir jetzt, ja, der Wagen ist jetzt aufgewärmt, also nur der Innenraum ist jetzt aufgewärmt und eigentlich müsste jetzt so die Theorie mit Eingabe des HPC-Navigationsziels auch die Batterie vorgewärmt werden. Aber wie gesagt,
Nix. Durchschnittsverbrauch wird mir angezeigt mit 43,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. 43,6 steigt also im Stand. Klimaanlage ist aus. Innenraum ist auf 19 Grad. Außentemperatur, hatte ich nicht gesagt, sind minus 2,5 Grad. Und weiterhin keinerlei Bewegung in der Batterietemperatur oder in irgendwelchen Zuheizerthemen. Was mal der Chris von Carmaniac mit dem e-tron gemacht hat, war, er hat den auf Sport gestellt und hat dann festgestellt, dass sich die Heizleistung in der Batterie erwärmt. Ich habe jetzt hier keinen Sport, ich habe ja nur den Fahrmodus dynamisch. Das kann ich aber auch mal einstellen. Ich fahre normalerweise immer auf Auto. Also wenn wir jetzt mal dynamisch einstellen, na, das habe ich zu lange gezögert. Also dynamisch einstellen, dann wird die Gasannahme, also das Gaspedal ist dann ein bisschen sportlicher in der Leistungsannahme. Und jetzt gucken wir mal, ob das irgendwas bringt. Ich sag mal, prognostiziere mal, nein. Ja, mittlerweile 4 Kilometer gefahren, weiterhin keinerlei Bewegung in puncto Erwärmung des Akkus. So Leute, wir sind jetzt kurz vorm Ziel, beziehungsweise hier oben ist der HPC und wir fahren jetzt hier ins Büro. Das sind also 600 Meter Unterschied. Das Problem ist, es ist batterietechnisch rein gar nichts passiert. Die Batterie ist nicht mal um 0,5 Grad wärmer geworden, obwohl wir einen Verbrauch von fast 28 Kilowattstunden im Durchschnitt haben. Das Model Y hatte angegeben, ich glaube 35 Kilowattstunden haben wir im Durchschnitt für den Weg gebraucht, weil eben mit über 8 Kilowattstunden, mit über 8 kW, ich komme damit immer mit durcheinander, sorry, mit über 8 kW geheizt wurde. Das haben wir hier leider alles nicht. Wir haben weiterhin nur 1,5 bis 2 Kilowatt Hilfsverbraucherleistung. Das ist also, ja, Standard, hat nichts mit Batterieerwärmung zu tun. Also sorry, ich keine Ahnung, ob das jetzt auch noch was mit der Strecke zu tun hat, die man bis zu einem HPC zurücklegen muss, damit erwärmt wird, was natürlich auch totaler Schwachsinn ist. Ich bleibe dabei, dass es wirklich schlecht ist für jedes Elektroauto, wenn nicht die Heizleistung der Batterie manuell erfolgen kann oder eben über so ein Workaround, dass man einen HPC eingibt. Das ist wirklich schlecht. Also wenn ich jetzt mich hier ankabeln würde, hier mit dem Wagen, dann läge ich wieder bei 23 kW und ja, ich kann nicht jeden Tag mit einer vollen Batterie losfahren. Die Möglichkeiten habe ich einfach nicht. Und das ist eben echt schlecht. Das ist wirklich, wirklich schlecht. Und da ist der Tesla deutlich besser. Das muss ich einfach so sagen. Sorry, aber ich lasse auch kein gutes Haar am Tesla, wenn es notwendig ist. Und so werde ich das auch beim Audi machen. Wir sind jetzt am Büro. Mir war wichtig, das einmal auszuprobieren. Ich hatte wirklich große Hoffnung, dass es funktioniert. Ist aber leider nicht der Fall. Hier steht ein schöner Skoda Enyaq. Gefällt mir wahnsinnig, das Auto. Wirklich, finde ich richtig toll. Hat aber leider die gleichen Probleme. Miserable Ladeleistung, vor allen Dingen im Kältebereich. Und das ist wirklich, wirklich ein Problem für mich. Ja, Leute, ich hatte mir das echt ein bisschen anders vorgestellt. Ich war ganz euphorisch und dachte, ja, das macht Sinn, ein HPC als Ziel einzugeben und dann wird vorgewärmt. Dann weiß das Auto, oh, ich muss mich vorbereiten. Aber es passiert gar nichts. Ich will es euch nochmal zeigen. Also hier seht ihr es. Es ist einfach das Schweigen im Walde. Ja, am enttäuschendsten finde ich, dass auch wirklich sich auf der Fahrt überhaupt nichts, dass überhaupt nichts passiert. Ich werde das heute Abend nochmal gegenchecken, wenn wir in der Tiefgarage stehen und sich die, ja, ich sag mal, der Temperaturbereich, wir sind jetzt noch bei minus 1 Grad, der Temperaturbereich ein bisschen höher gegangen ist. Aber ihr seht es auch hier, Hochvolt-Hilfsverbraucherleistung 1,5 kW, da passiert nichts. Auch hier oben passiert
nichts. Und das ist leider, leider, leider die grausame Wirklichkeit. Also heißt, Zeit einplanen ohne Ende, wenn man nicht morgens mit einigermaßen vollem Akku loskommt und eine weitere Strecke vor sich hat. Das ist wirklich ein großer Nachteil gegenüber den Fahrzeugen, die manuell davor konditioniert, also die wirklich da beeinflussbar sind und entweder durch diesen Workaround oder durch eine Taste oder wie auch immer die Batterieheizung aktivieren können. Leute, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen geholfen. Leider gibt es nicht immer nur schöne Sachen zu berichten im Rahmen der Elektromobilität, aber ich will einfach informieren, ich will damit aufräumen, ich will keine Märchen erzählen und ich bin nun mal ein Anwender, sowohl für die Familie, wie auch also für den privaten, wie auch für den dienstlichen Gebrauch eines Elektroautos. Ich habe jetzt in 7 Monaten 25.000 Kilometer auf dem Audi drauf, also ich kann mir da ein Urteil erlauben, glaubt es mir, und ich bin total Idealist, was Elektromobilität betrifft. Es gibt da keinen Weg mehr zurück für mich. Aber man muss auch ehrlich sein und sagen, es gibt da wirklich Themen, die gehen so nicht. Da muss eine Verbesserung her. Ich habe immer noch die uralte Software hier drauf. Es kommt noch ein Rant-Video dazu, weil ich einfach, ja, ich bin echt mucksch, was die Software hier betrifft. Und ja, könnt ihr vielleicht ein Stück weit verstehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, drückt gerne einen Daumen nach oben, drückt auf die Glocke, abonniert meinen Kanal, würde ich mich super drüber freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns hier ganz bald wieder bei meinem Kanal Generation E. Tschüss aus Hamburg.